sitze hier mit Matthias, bei Twitter in Leipzig nach dem Mastodon-Konzert. Wie fandest du es? Großartigst. Großartigst. Ich fand ja die Vorband am besten. Du meinst Red Fang? Ja genau, Red Fang war das. Ja, jetzt hat er's verbockt. Na, Vorband war ja Russian Circle. Das war eher so Einschlafmusik oder Putzmusik. Einstimmungsmusik. Einstimmungsmusik. Rein instrumental. Ich habe wieder gemerkt, ich muss nebenbei Banane essen, um wieder fit zu werden. Ist ruhig Banane, das kommt bei dem Ton besonders gut. Besonders wenn du jetzt noch den Motor anlässt. So mit Licht und dann... Oh, und die Kamera hält gut. Obwohl wir die nicht befestigt haben. Ach so, echt? Wahrscheinlich sein... Was ist das? Renault? Das ist mein... Citroën? Das ist ein Mazda. Mazda hat rutschfeste Armaturenbremse. Ja, Red Fang war Red Fang die zweite war am Band. Besten. Ne? Das war die zweite Band, die wir dieses Jahr schon mal gesehen haben, in Jena, im Casablanca. War recht kurzweilig, ne? 30 Minuten. Das stimmt. Der Sound war am Anfang ein bisschen, naja, aber dann haben sie sich ganz gut gefangen. Aber die LED-Wände waren sehr gut, fand ich. Ja. Ich hatte ja Angst, dass sie gar nichts damit machen oder nur diese komische Sternanimation. Ja. Aber es war dann doch inhaltlich wertvoll. Ich fand es ja, am besten kam sie natürlich bei Mastodon zur Geltung. Ja, da waren sie auch nur an beim Mastodon. Aber weißt du, wie geil Red Fang gewesen wäre? Ich dachte, bei Red Fang waren die... Ach nee, die hatten nur Scheinwerfer. Ja, so ist das dann im Alter, kann man sich dann schon... Nee, so ist es. Da gibt die Hauptband nämlich nichts ab den Vorbands, ne? LED-Wände nur für uns. Ich fand das Haus Auensee auch sehr schön. Ja, das Haus Auensee finde ich sowieso toll. Und ich habe mich währenddessen nämlich daran erinnert, dass ich mein erstes Konzert nach der Wende im Haus Auensee zelebriert habe. Und zwar bei Project Pitchfork. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Das war wie so alt warst du da? Wenn du 94 musst das gewesen sein. Das war tatsächlich. Ach so, ist ja gar nicht direkt. Pass auf, jetzt kommt's. Naja, kurz nach der Wende. Wo man hallo, da, das sind fünf da war Jahre ich, nach der Wende. Das war ich kurz nach dem Abi. War ich im Konzertalter. 17 oder so. Du warst 17 nach dem Abi. 18? 18, glaube ich. 94, das war so im Abi, vor dem Abi, nach dem Abi. 95. Ich habe bloß mal vorhin geguckt, wann die gespielt haben. Das war nämlich beim Wave Gothic Treffen. Du warst beim yes. Wave Gothic Treffen? Ich hatte so Freunde, die standen total auf diese, wie nannte man das, EBM, Electronic Body Music. Und kam so aus dem Depeche Mode Universum, gab es dann halt so ein paar Umf. Sagte Umf noch was? Umf sagt mir was. Ich schmeck dir mein Blut. Und die haben ja auch gespielt. Ja, Project Pitchfork fand ich cool. Die anderen Bands, naja. Aber es war schön zu gucken. So. Also, ich weißt du, was das Tollste war im Haus Auensee? Wenn man auf der Toilette saß, hatte man super Sound. Also man hat die Band bis zur Toilette gehört und in besserer Qualität, würde ich fast behaupten. Naja. Als wenn du vor der Bühne standest. Nur die Gerüche sind halt auf der Toilette. Ein super Kackerlebnis. Aber es ist schon ein bisschen seltsam, wenn man beim Konzert kacken geht. Also das wäre ja nun was, was ich mir hallo, absolut verkneifen würde. Hallo, die haben ja zwei Stunden gespielt. Irgendwann unter vorher Red Fang, da konnte ich ja nicht. Ich hatte, dann in der Pause musste ich mir ja rote Brause holen. Naja. Es ist ein Dilemma. Ja, Fazit war gut. War toll. Wie viel von 5 Sternen vergibst du? Ich würde tatsächlich 5 vergeben, weil ich richtig zufrieden war. Das war eine super... Choreografie, sagt man nicht, aber es hat sich gesteigert von diesem Einstieg instrumental. Red Fang war richtig toll und Mastodon und dann noch mit dem Sänger von Neurosis am Schluss, was ich ja nicht so gut finde. Deshalb gebe ich nur 4,5 Sterne und weil zu wenig Red Fang war. Und es war eine angenehme Position am Mischpult. Immer noch nach wie vor finde ich der beste Platz, weil man kann sich dann als älterer Herr auch immer mal zwischendrin anlehnen. Das war's. Gute Nacht. Gute Nacht. Beim Schneiden ist mir gerade aufgefallen, dass ich das Weihnachtsgewinnspiel vergessen habe. Und zwar habe ich vor ein paar Monaten mit Weimarer Illustratoren so einen kleinen Adventskalender gebaut in Form so eines Heftchens mit zusammengefalteten Seiten, die man dann aufschneiden kann. Und dann hat man quasi jeden Tag so eine Doppelseite visuelles Erlebnis.
Das würde ich gerne verlosen. Und zwar gibt es in unserer Wohnung so einen ominösen Hebel, wo keiner weiß, wozu der eigentlich da ist. Und ich suche die möglichst abgefahrene Funktion dieses Hebels, damit ich ein entsprechendes Wandschild bauen kann. Dafür gibt es für den Gewinner einen Adventskalender und um kalendermäßig für die nächste Zeit bestens ausgerichtet zu sein, lege ich noch einen dieser Fuck Yeah Webcomic-Zeichner, Web-Illustratoren-Kalender dazu. Schreibt was in die Kommis. Wir sehen uns. Tschüss.